So, ich würde dann mal sagen, wir gehen einfach nochmal zu Wenzel. In Wenzels Hütte. Oder in Wenzels Haus. Hat er keine Hütte. Wenzel hat ja ein Haus, das sieht man ja. Es ist ja ganz eindeutig, dass das ein Haus ist. Und keine Hütte. Offensichtlich. Mal sehen, vielleicht können wir die Wünschelrute doch noch irgendwie klauen. Ja, oben waren wir schon. Nix da, Rufus. Die gehört jetzt mir. Aber das ist ein Familienerbstück. Na und? Geschenkt ist geschenkt. Ja, ja, ja. Oh, Junge, ich kann es kaum erwarten, sie auszuprobieren. Vielleicht finde ich ja irgendwo in der Gegend eine Quelle. Und wenn ich dann reich bin? Teilen wir 50-50? Leihe ich sie dir vielleicht mal für ein paar Stunden aus. Ja, sonst können wir ja... Halt, hier können wir noch in den Keller gehen. Das habe ich vorhin gar nicht gesehen. So, was können wir denn hier noch Schönes machen? Wenn mich mein brillanter Orientierungssinn nicht trügt, müsste ich jetzt direkt unter der Dusche sein. Aha. Und das nützt uns, weil... Weiß ich nicht, was uns das jetzt... Das hat uns jetzt eigentlich gar nicht weitergeholfen. Das ist die Wünschelrute von meinem Dad. Ja, aber die kriegen wir leider nicht. Würde uns bestimmt weiterhelfen. Na, gehen wir einfach nochmal zu Toni. Der jetzt schon mal ganz in der Nähe. Die wird sich freuen, uns zu sehen, glaube ich. Er ist dann aber auch schnell wieder oben. Er ist gerade unten verschwunden, aber schon schwupp ist er hier wieder oben. Oh ja, sie freut sich. Gewichte, Anker, Metallstiefel, Haken, was man halt so braucht, um ewig auf der Stelle zu treten. Ja, genau. Aber viel mehr haben wir jetzt hier auch nicht zur Auswahl. Da ist ja nicht einmal mehr ein Krümel drin. Ich muss wohl meine eigenen Zutaten besorgen. Könnte später noch nützlich sein, das müssen wir uns merken, dass das diese Mühle ist. So, wo gehen wir jetzt noch schön hin? Im Rathaus waren wir schon, in der Gasse waren wir schon. Gehen wir nochmal zu Tonis Hütte. Wenn er denn mal hingeht. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Ja, 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 ja. So. Dann gehen wir mal nach oben. Gehen wir nochmal nach da gucken. Da waren wir, glaube ich, noch nicht. Da, wo wir ja gestartet sind. Oh, unser Schweißgerät ist noch da. Es liegt genau da, wo ich es fallen gelassen habe. Toni hätte ruhig aufräumen können. Dann nehmen wir das erstmal wieder mit, weil ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt. Einstecken. Ach komm, es kann doch nicht so schwer sein zu explodieren. Ich schaff's doch auch immer wieder. So, dann nehmen wir den Blindgänger auch noch mit. Und noch was hier? Ja. Eigentlich sind Trichter was für Feiglinge, aber nach dem dritten explodierten Öltank... Nehmen wir den lieber mit, bevor du noch was in die Luft jagst. Na, geh mal ruhig wieder rein. Trau dich. Toni ist nicht da, die ist im Laden. Unser Wasser kocht immer noch. Wartet mal. Die Richtung, in die sich das hier entwickelt, gefällt mir nicht. Autsch! Verdammt, das ist ja heiß.
Da soll Toni nochmal sagen, ich tue nicht genug für den Haushalt. Jetzt habe ich den Schwamm da reingeschmissen, aber wie kriegen wir den jetzt wieder raus? Mit dem Haken? Man erkennt noch, was es ist. Ich muss es nicht putzen. Sollst du ja nicht. Du sollst den Schwamm da wieder rausnehmen. Wir haben den jetzt da reingeschmissen. Autsch! Verdammt, das ist ja heiß. Das Blöde ist, wir kriegen den da jetzt nicht mehr raus. Verdammt, verdammt. Weil ich hatte mir nämlich gedacht, vielleicht können wir mit dem Schwamm da die Scheibe von dem Truck putzen. Aber... Ne, wartet mal, vielleicht können wir den Ofen, den können wir aber bestimmt nicht ausmachen, wa? Wie haben wir das denn letztes Mal da rausgekriegt? Mit einer Gabel oder sowas, ne? Ah, shit. Die Maus ist schon vor langer Zeit abgehauen. Was nicht heißt, dass ihr Plan besser war als mein. Genau, jetzt kriegen wir das da nicht mehr raus. Ich wollte damit nämlich die Scheibe von dem Truck putzen, weil ich weiß gar nicht, ob ich das gerade schon mal gesagt hatte. Aber das ist jetzt ein bisschen doof. Mist. Aber was anderes haben wir nicht, um das da irgendwie rauszubekommen. Ich wollte es mir nur angucken, das Rezept. Belebende Flüssigkeit, Wasser, klares Wasser. Ist besonders aufputschend, ist Schwarzpulver, Kaffeepulver, heiße Bohnen. Klares, belebendes und energiereiches Wasser. Was machen wir? Wo gehen wir jetzt hin? Was haben wir übersehen? Irgendwas müssen wir jetzt übersehen haben. Aber ich weiß nicht genau, was wir übersehen haben. Wir gehen mal einfach nochmal in die Stadt. Vielleicht gehen wir doch nochmal zu Hanek. In die Gasse hier rein. Vielleicht haben wir da noch irgendwas übersehen. Ich meine, Lonzo hat uns jetzt das Rezept gegeben. Wir müssen jetzt eigentlich nur noch die Zutaten dafür zusammensammeln. Aber ist gar nicht so einfach. Weil ihr habt ja gesehen, was das für Zutaten sind. Obwohl, mit Hanek haben wir ja auch schon mal gequatscht. Das ist eine Karte der Schrottstollen. Ich frag besser Hanek, wie das funktioniert. Er hatte doch irgendwas von Magneten gesagt, ne? Wir haben doch Magneten. Können wir die da irgendwie dran knallen? Oh. Okay. Rufus kann Sprengung auslösen, indem er drei Bereiche auf der Karte markiert und anschließend die Glocke betätigt. Das ist nicht nur spaßig, sondern kann sich auch als nützlich erweisen, wenn man, wie Rufus, einen Plan hat. Ich glaube aber, wir wissen noch nicht, wo wir die genau hin platzieren müssen. Ach ne, wir quatschen einfach mal mit Hanek. Hallo nochmal. Hi, Rufus. Genau. Das haben wir. Hast du eine Ahnung, wo ich energiereiches Wasser herbekomme? Wir finden öfter mal Batterien im Schrott. Da ist auch eine Flüssigkeit drin. Wir nennen sie Batteriebrause, weil sie so lustig auf der Zunge prickelt. Meinst du sowas? Oh Mann. Bis bald. Rufus. Rufus. Genau. Wir gehen mal in die Notfallstation, weil da waren wir noch nicht. Das sieht ja aus wie eine Krankenstation. Mist. Abgeschlossen. Immer dieses Misstrauen. Okay. Ich verstehe nicht, wofür der gut sein soll. Ich habe doch schon genug Löcher in den Zähnen. Können wir den mitnehmen? Bei meiner nächsten Amputation könnte das nützlich werden. Dr. Gizmo sagt, mit rostfreiem Werkzeug hätte man Wenzels Zeh noch retten können. Ich fass es nicht. Der Clown unter die Narkosegasen. Clowns. Lachgas.
Wie wär's denn, wenn wir das in die Luftballons füllen? Geht das? Ich weiß zwar noch nicht, wie uns das weiterhilft, aber immerhin. So, können wir noch was machen? Lachgas haben wir. Hebel. Gizmo ist nicht da. Das heißt, ich kann unbemerkt mit seinen Berufen spielen. Cool. Oh. Jetzt haben wir eine Polizeistation. Alles auf einmal. Seit das Altersheim abgesagt ist, lassen Sie mich nicht mehr zur Strafarbeit in die Schrottminen. Vielleicht funktioniert unser Rechtssystem ja doch. Können wir da auch noch reingreifen? Puh, im Schrank sah sie leichter aus. Seit das Altersheim abgesagt, vielleicht... Okay. Aber die können wir nicht mitnehmen. Handschellen in einer Waagschale, die sind bestimmt ein Symbol für überladene Metaphern. Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte lieber für später. Ah, da kommt er wieder nicht ran. Mensch. So, was haben wir noch? Kein Gitter der Welt kann mich aufhalten. Da, es hat sich bewegt, als ihr geblinzelt habt. Ja, genau. So, was haben wir da noch? Dietrich. Ich habe ihn da für den Notfall deponiert. Verdammt! Ja, wir müssen also eingesperrt sein. Oh, ein Baum. Es ist der letzte Baum hier. Hoffentlich geht er nicht auch noch ein. Wo soll ich sonst meine Herbizide testen? So, aber wir können ja noch einmal am Hebel ziehen, glaube ich. Ne, nach unten wollte ich den jetzt ziehen. Und jetzt haben wir eine Feuerwehrstation, so wie es aussieht. Da haben wir noch die Fußfessel zu liegen, sowas können wir jetzt machen. Asbesthandschuhe. Gizmo ist so ein Weichei. Die nehmen wir mit. Vielleicht kriegen wir damit unseren Schwamm wieder aus dem Top. Müssten ja ein bisschen was aushalten. So. Ein Feuerlöscher. Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Können wir den mitnehmen? Der ist so schwer, um ihn mitzunehmen. Oh. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Der kann nichts mitnehmen. Genau, den Hebel, das, was ist das? Eine Klappe. Da ist ein Loch in der Plattform. Ja gut, das hilft uns auch nicht so viel weiter. Eine Feuerwehrleiter. Oh. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Genau, die Windschutzscheibe hier wollte ich sauber machen von dem Truck, aber ja, das ging nicht so ganz dummerweise. Kommen wir da auch wieder hoch? Jo. Wir müssen ja den Hebel nochmal umstellen. Irgendwie will ich an den Dietrich kommen, das ist... Ja, ich kann es gerne haben. Aber da kommen wir nicht hin, dummerweise, das ist doch blöde. Irgendwie gibt es bestimmt irgendwie da wieder so einen Trick hier, so eine Art Rätsel, was ich schon wieder nicht durchschaue gerade. Das ist echt blöde. Wartet mal, ich will mal was ausprobieren. Wenn wir die da reinmachen und den Hebel nach oben drücken, könnte das da oben rausfallen. Strike! Haben wir immerhin mal die Handschellen gekriegt? Was wir damit anstellen, weiß ich noch nicht, aber wir haben sie erstmal. Genau, das ist gut. Ne, ich wollte nochmal auf, weil ich will ja den Dietrich haben. Nach unten sollte der Hebel. Wartet mal.
Diese Klappe hier fährt immer rein und raus. Das macht sich praktisch auf irgendwie. Wenn wir jetzt von unten nach oben, wir müssen jetzt wieder von, wenn wir jetzt rausgehen an das Stadttor, müssen wir die Feuerleiter wieder oder dieses Rohr wieder nach oben rutschen können. Rein theoretisch. Dann müssen wir auch an den Dietrich kommen, weil ich glaube, den brauchen wir auf jeden Fall. Ein Dietrich ist, braucht man immer. Dietrich ist immer wichtig. Zack, schon haben wir den Dietrich. Kein Gitter der Welt kann mich aufhalten. Da, es hat sich bewegt, als ihr geblinzelt habt. Okay, das geht dann nicht. Dann gehen wir hier einfach wieder runter. Vielleicht kommen wir nämlich so mit diesem Dietrich auch an das Arztfach ran. Wenn wir wieder zur Notfallstation gehen. Das ist ja echt immer ein Hin und Her. Halt, das wollte ich gar nicht. Genau, das ist nämlich das Einzige, was wir jetzt noch nicht öffnen konnten. Und da könnten wir den Dietrich mal probieren. Eigentlich sollte es funktionieren. Yes. Buh, ich hasse Spritzen. Zum Glück bin ich mittlerweile immun gegen Tetanus. Gut. Ich frage mich, wie das Zeug schmeckt. Bisher habe ich es immer nur direkt ins Herz bekommen. Kannst du es ja mal essen. Ach, hier ist ja auch noch ein Plan, was wir alles machen müssten. Ach, das ist Rufus sein Plan. Genau, den hat er jetzt noch ein bisschen umgeschrieben. Das hier wäre der direkte Weg nach Elysium gewesen. Jetzt gehen wir hier unten runter und, Ghoul wecken. Das sieht aus, als wenn er sie, küssen will. Genau, wir müssen jetzt den ultimativen Wachmacher brauen. Ein ernstes Wort mit Wenzel reden. Wenzel überzeugen, die Warteschlange nicht länger zu blockieren. Beim Bürgermeister vorsprechen. Das ist doch mal ein Plan. Wir haben uns noch nicht vorgedrängelt in der Warteschlange. Das wäre jetzt wahrscheinlich das nächste. Was wir machen sollten. Kapitelübersicht. Wachmacher Braun, Ghoul wecken. Einen neuen Plan schmieden, um nach Elysium zu kommen. Okay, wir haben immerhin schon mal das aufputschende Mittel hier. Das ist nämlich das Rezept, glaube ich. Zutaten besorgen. Genau, Wasser, Pulver, Schwarzpulver, heiß, belebend, heiß. Wir hatten doch da die... die gab es doch bei Toni. Vor der Hütte, diese Chili-Choten, hat er sich da die Finger dran verbrannt. Und wir haben da jetzt diesen komischen Handschuh aus der Feuerwehrstation da. Vielleicht können wir ja den benutzen. Ich drücke jetzt mal ein bisschen schneller. Warte mal, wo ist denn der hier? Asbesthandschuh. Vielleicht ist er gar nicht für den Top, sondern dafür, eine Chili-Chote zu kriegen. Yes. Genau, jetzt haben wir heiß. Sehr schön. Schwarzpulver fehlt uns noch. Pulver, Wasser, klares Wasser, energiereich, belebend. Wo kriegen wir denn sowas her? Ich will ganz gerne auch noch an das Auto reingucken. Vielleicht kriegen wir da irgendwas noch her. Da müsste ja eigentlich eine Batterie drin sein.
Mal schauen, ist der Handschuh jetzt weg oder haben wir den noch? Ach, wir haben den doch hier. Nasser Schwamm. Ist alles gut. Er ist gar nicht mehr im Top. Dann können wir doch mal jetzt vor das Stadttor gehen.